Hallo ihr Lieben, ich freue mich sehr, heute Gast bei dem Podcast von Travelbook sein zu dürfen. Kurz zu mir, ich bin die Anni, ich bin 27 Jahre alt, arbeite seit mehr als 6 Jahren mittlerweile als Influencerin und beschäftige mich hauptsächlich mit den Themen Outdoor, Vanlife. Also ich bin einfach eine kleine Abenteurerin. Ich liebe es einfach, Zeit in der Natur zu verbringen, mit meinem Van rumzureisen und lebe mittlerweile seit fast 5 Jahren in dem wunderschönen München. In 5 Minuten um die Welt. Der tägliche Reisepodcast von Travelbook. Heute geht's nach München. Entweder oder. Schnelle Fragen in 60 Sekunden. Auto oder öffentliche Verkehrsmittel? Ich muss gestehen, ich bin am liebsten mit dem Auto unterwegs, einfach weil ich einen großen Hund habe, einen Ridgeback. Und das ist einfach auch zwecks Maulkorb und so weiter in den öffentlichen Verkehrsmitteln immer ein bisschen unangenehm. Und gerade wenn ich jetzt irgendwie noch einkaufen war oder ich muss danach zum nächsten Termin, der auch oft außerhalb ist von München, dann bin ich doch mit dem Auto deutlich besser dran. Aber grundsätzlich, wenn man jetzt sagt, okay, man macht einen Städtetrip, man wohnt jetzt nicht dort, dann ist man schon deutlich schneller mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Pärchen? Oder Familienurlaub? Ich finde, beide Urlaube haben etwas Schönes für sich. Wenn ich jetzt aber wählen müsste, würde ich mich wahrscheinlich doch für einen Pärchenurlaub entscheiden. Teuer oder günstig? Also es kommt immer ganz darauf an, was man eben machen will. Will man jetzt einen reinen Städtetrip machen oder möchte man auch noch im Umland gewisse Dinge erkunden? Das spielt dann natürlich auch eine Rolle. Oder ob man sich mehr im Hotel selber aufhalten möchte, möchte man einen Wellness-Trip planen, dann ist das Ganze natürlich regulär teurer, weil man dann vielleicht nach einem hochklassigeren Wellness-Hotel sucht. Und das geht dann natürlich doch schon mal ins Geld, gerade in München beispielsweise. Highlights, Lowlights, Must-Sees. Die Travelbook-Tipps. Was ist ein Highlight? Es ist zwar ziemliches Touri-Programm, aber wenn Freunde von mir nach München kommen, dann sage ich immer zuerst, geht auf jeden Fall ins Hofbräuhaus. Das gehört halt einfach mit dazu. Und ich finde, da muss man mindestens einmal gewesen sein. Die machen auch dort alles selber. Ich glaube sogar auch die Brötchen. Also es schmeckt unfassbar gut. Da ist eigentlich immer Stimmung. Und es ist einfach schön und gehört natürlich auch definitiv zu einem Besuch in München dazu. Wo gibt es die besten Restaurants? Ich würde mal behaupten, dass es die besten Restaurants in Schwabing gibt. Da findet man wirklich alles. Ob das jetzt ein Italiener ist, gut bürgerliche Küche oder eben auch ein Asiaten, Steaks. Also da kann man wirklich sehr, sehr gut essen. Was ist total überschätzt? Also was definitiv total überschätzt ist, ist der P1 Club. Also das ist gar nicht mein Ding. Ich habe früher nur immer von gehört. Ich komme ja selber von einem 300-Einwohner-Dorf. Bei uns gibt es ja so Etepetete-Clubs auch nicht, so Schickimicki-Partys und so weiter. Deswegen eh nicht so mein Ding. Aber als ich das erste Mal da war, dachte ich mir, puh. Also das habe ich mir irgendwie besser vorgestellt. Erstens von den Leuten war das nicht so meins. Nicht alle, aber schon viele so Shishi, ne? Und es ist halt auch wirklich super klein, es ist extrem heiß und ja, war jetzt nicht so mein Ding. Kann ich persönlich leider nicht empfehlen. Welcher ist der beste Spot, um den Sonnenaufgang zu beobachten? Ich glaube, die beste Sicht für einen wunderschönen Sonnenaufgang hat man wohl vom Olympiapark aus. Also einfach oben auf den Hügel stellen. Schaut wirklich wunderschön aus. Geld, Sicherheit, Anreise. Die wichtigsten Service-Tipps für euch. Welche Gegend ist ideal für die Unterkunft? Wer jetzt nicht unbedingt im Stadtkern sein möchte, sondern sagt, okay, ich setze mich auch von mir aus nochmal für eine Viertelstunde oder 20 Minuten in die S-Bahn, der sollte vielleicht Richtung Messestadt Riem. Das ist auf jeden Fall gut. Da sind sehr, sehr viele Hotels, also auch für jeden Geldbeutel, würde ich mal sagen. Und wenn man jetzt nicht unbedingt zur Messezeit dort ist, dann sind die Hotels da auch etwas günstiger. Also kommt natürlich immer darauf an, wann man reist. Und die haben auch eine super Anbindung. Da sind beispielsweise auch die Riem-Arkaden, wo man hingehen kann, ein sehr großes Einkaufszentrum. Ist auch noch der Riemer Park, auch noch mit kleinem See. Wenn man vielleicht auch noch mit Hund unterwegs ist, ist das auf jeden Fall schon immer eine sehr, sehr gute Adresse. Blitzkurs Sprache. Also, um ehrlich zu sein, mögen die meisten, ich sage jetzt mal Einheimischen, es nicht, wenn wir Preisen versuchen, bayerisch zu reden. Weil das hört sich nämlich, um ehrlich zu sein, ziemlich bescheuert an. Und das mögen sie gar nicht. Also am besten nicht nachmachen, Servus zu sagen oder Pfirti oder was auch immer. Das ist gern gehört. Da hat sicher auch keiner was dagegen. Aber ansonsten ist es, glaube ich, eher besser, wenn man bei seinem bleibt und nicht versucht, was nachzumachen. Das definitiv nicht. Wo wir eigentlich auch schon bei den Do's and Don'ts wären, definitiv gar nicht gut.
So, ich hoffe, ihr habt jetzt einen guten Überblick über München bekommen und habt auch vielleicht den ein oder anderen Tipp gemerkt. Ansonsten könnt ihr mir natürlich gerne jederzeit schreiben. Mein Instagram-Account heißt Anisophie. Ich habe aber auch einen eigenen Podcast, der nennt sich Und Abfahrt. Da geht es auch einfach um verschiedene Situationen aus dem Alltag, auch natürlich ums Vanlife, um verschiedene Reisen, die ich auch unternehme. Ja, ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr vielleicht auch dort mal reinhört oder einfach mal auf mein Profil rüberhüpft und Hallo sagt und wer ansonsten noch die ein oder andere Frage hat oder was wissen möchte, einen Tipp benötigt für die Reise nach München, der kann sich auch gerne jederzeit bei mir melden. Bis dann! 15 Sekunden Auszeit.